Hallo, willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie schnell und einfach ihr eine solch perfekte Einstellung an eurem Fernsehgerät erreichen könnt. Das hier ist ein Samsung QLED 98 Zoll Fernsehgerät. Das funktioniert aber auch mit etwas anderen Namen bei den anderen Herstellern, Sony, Panasonic, wie sie alle heißen. Ich habe hier ein Master-Video herausgesucht für euch. Und zwar ein Video, hier waren wir, das ist von unserem YouTube-Kanal auf Gran Canaria im Hotel Costa Meloneras. Und das hier sind die Pools aus der Schwimmerperspektive gefilmt. Hier kann jeder Fernseher zeigen, was der wirklich drauf hat. Die Wasserspiegelung, Hell-Dunkel-Kontraste, die Palmen. Und damit wir jetzt aber alle auf dem gleichen Stand sind, werde ich diesen Fernseher jetzt erst einmal in Werkseinstellung zurücksetzen und damit wir hier natürlich alle die gleichen Startvoraussetzungen haben. So, gehen wir mal hier auf alle Einstellungen. Und jetzt müssen wir hier runter, allgemein und Datenschutz. Da gehen wir rein. Und ganz unten werde ich diesen Fernseher, ja, der Code ist voreingegeben, ist hier die 0000. Und zurücksetzen, ja sicher. Damit wir alle die gleichen Startvoraussetzungen haben. Und ich richte den Fernseher jetzt eben ein, und zwar am besten hier eben über Smartphone. So, und zwar hier Smartphone schnell und einfach. So mache ich das jetzt mal eben. Den QR-Code mal eben abscannen. So, machen wir eben ein Foto davon. So, und Smartthings, yep. Und damit ist die Einrichtung abgeschlossen und wir sind jetzt alle auf dem gleichen Stand. So, wie sieht es denn hier aus? Wir haben jetzt live, theoretischerweise, ich richte mal eben, ja, Helligkeitsoptimierung ist aktiviert. Das hört sich immer richtig toll an, aber das ist eine Voraussetzung, die die Fernseher haben müssen. Die Helligkeitsoptimierung, das heißt, ich mache den Kollegen mal eben ein bisschen leiser, so. Die Helligkeitsoptimierung heißt, je nach Helligkeit in eurem Raum, wird der mal heller, mal dunkler. Das nervt mich einfach nur. Das ist, wie gesagt, eine Voraussetzung, die ein Fernseher haben muss, damit er überhaupt eine Zulassung bekommt. Und wir sind jetzt alle auf dem gleichen Stand. Auf was für einem Stand sind wir überhaupt? Wir schauen mal nach. Wir haben hier die Einstellungen. Dann gehen wir mal ganz nach hinten, sodass wir auf alle Einstellungen kommen. So. Da müssen wir drauf, alle Einstellungen, hier gehen wir hin und hier sehen wir es. Wir sind jetzt im Bildmodus, im Intelligent Mode. Das hat aber hier das Problem zur Folge, wir können hier nichts Großartiges umstellen. Wir können nur auf iComfort, viel zu grell, oder auf optimiert umstellen. Das ist mir auch viel zu grell. Und das müssen wir hier erst einmal herausnehmen. Dazu gehe ich einfach zurück und zwar hier auf Allgemein und Datenschutz. Da gehe ich hier einfach mal drauf. Und hier kann ich die Einstellung des intelligenten Modus einfach ausschalten. Das brauchen wir nicht. Wenn wir nämlich jetzt wieder zurückgehen, nachdem wir es ausgeschaltet haben, haben wir jetzt hier die Möglichkeit, den Bildmodus zu ändern. Und zwar haben wir hier Standard, Eco, Standard, Dynamisch, viel zu grell die Geschichte, Film, und den Filmmaker-Mode. Und der Filmmaker-Mode ist eigentlich das, wo die Farben, die Helligkeit genauso wiedergegeben werden, wie sie im Original sind. Den Filmmaker-Mode, den lassen wir jetzt erst einmal eingeschaltet. Ja, kann mehr Stromverbrauch bedeuten. Wir gehen aber noch einmal zurück. Wir gehen mal auf allgemeinen Datenschutz. Da gehen wir noch mal rein. Und wir haben hier die Energiesparoptionen. Auch das ist eine Vorgabe, die die Fernseher haben müssen. Brauchen wir alles nicht. Helligkeitsoptimierung aus. Kann mehr Stromverbrauch bedeuten. Automatisches Energiesparen. Eine Bildschirmschoner. Ja gut, den können wir anlassen. Und das ist die Geschichte, die wir hier ausschalten müssen. Und so haben wir jetzt hier noch weitere Experteneinstellungen. Wir könnten jetzt hier nochmal separat die Helligkeit, die Schärfe regulieren. Aber für den Normalbetrieb ist der Filmmaker-Mode
der mit Abstand beste Modus. Ihr seht das hier jetzt auch an den Bildern. Hier Wasserfall, die Palmen im Hintergrund, die Wasseroberfläche spiegelt sich perfekt. Und jetzt komme ich noch zu einer Einstellung, die noch besser ist. Das geht allerdings hier meines Wissens nur an dem QLED-Fernseher hier von Samsung. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt mal eben. Dazu haben wir nämlich wieder eine Einstellung. Da können wir nämlich hier in die Einstellungen gehen. Gehen wieder ganz nach hinten durch. So, alle Einstellungen. Da gehen wir mal drauf. Gehen jetzt hier in die Experteneinstellung rein. Wir sind aktuell im Filmmaker-Mode. Experteneinstellungen, da gehen wir mal rein. Und gehen auf das vorletzte untere Menüpünktchen. Da, intelligente Kalibrierung. Und die intelligente Kalibrierung, die starten wir jetzt. Aber wenn ihr das machen möchtet, beachtet hier diese Hinweise. Ihr braucht einen Galaxy der S-Serie Note Z Flip oder Z Fold mit Version nach Januar 2019. Oder alternativ ein iPhone, das Face ID unterstützt. Und das hat jetzt den ganz großen Vorteil. Die intelligente Kalibrierung wird gestartet. Jetzt werden wir hier ein Foto machen von dem QR-Code. Dann öffnet sich nämlich die SmartThings App. So, mach ein Foto davon. So, SmartThings App öffnen. Die Fernbedienung legen wir mal eben runter. Und hier ist jetzt da. Jetzt ist die intelligente Kalibrierung angegangen. Wir können jetzt hier drauf gehen, auf Kalibrierung starten, müssen eben warten, bis diese Rödelei da aufhört. So, Kalibrierung starten und haben jetzt hier dieses Symbol. Wir müssen den Fernseher, den Abstand zum Fernseher müssen wir jetzt mit dem Handy 1 bis 3 Zentimeter, nicht Meter, wirklich Zentimeter, ganz direkt, dass das Handy hier vorgehalten wird und starten jetzt die Kalibrierung. So. Das ist normal. Jetzt geht ja einmal die Farben hier durch. So, jetzt geht das Handy auch ruhig halten. Und damit ist die intelligente Kalibrierung schon abgeschlossen. Und jetzt können wir uns das Ergebnis ja mal anschauen. Das ist kalibriert, das können wir jetzt verwenden. Wir gehen mal eben auf Original zurück. Seht ihr das? Das hier ist minimal gelbstichiger, das Bild. Gehe ich jetzt auf kalibriert, haben wir hier noch eine Verfeinerung des Ergebnisses. Und wir gehen jetzt hier auf kalibriert anwenden. Fertig. Und jetzt springt er wieder um auf unser Fernsehbild. Diese intelligente Kalibrierung, wie gesagt, ist nur meines Wissens bei dem QLED-Fernseher möglich. Aber wir haben jetzt hier, wir können ja mal in die Einstellung eben hineinschauen, wie das jetzt hier aussieht. So, wir gehen mal eben rein. So. So, alle Einstellungen. Und wir sind jetzt im Filmmodus. Allerdings im kalibrierten Filmmodus. Und das ist bei dem Samsung QLED, die mit Abstand beste Einstellung, so schnell funktioniert die Geschichte. Ihr könnt jetzt aber auch hergehen, wir vergleichen einfach mal im Filmmaker Mode, der ist nämlich nicht kalibriert. Wir schalten mal hin und her und hier seht ihr das, diesen noch feineren Unterschied und der filmkalibriert Modus. So werde ich schauen. Habt ihr die Möglichkeit mit der automatischen Kalibrierung nicht, empfehle ich euch auf jeden Fall den Filmmaker-Mode. Ja, das war unser Video. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ich versuche schnellstmöglich zu antworten. Gebt diesem Video einen Daumen hoch, würde ich mich unwahrscheinlich darüber freuen. Und den YouTube-Kanal TV Solution, den dürft ihr gerne abonnieren. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns doch bestimmt in einem der nächsten Videos.